Hallo und willkommen zu Part 60 von The Legends of Zelda Wind Waker HD. Und wir haben ja unser Spiegelschild jetzt bekommen. Das heißt, wir werden da jetzt mal hinleuchten. Yay! Hier ist nichts mehr, weil da haben wir uns ja dieses Spiegelschild geholt. Oh, mein Spiegelschild schützt mich nicht. Also wie man die besiegt. Also es ist klar, dass ich das Licht brauche, aber wenn es da ist, dann ist es nicht so vorteilhaft. Medoli! Flieg mal da hoch und hol dir mal das. Hier ist sonst nichts mehr, nö. Natürlich fliegt sie mit dem Kopf an die Kante der Wand. Ist es ihr Ernst jetzt? Komme ich denn jetzt hin? Zu kantiger. Nein, was macht sie denn? Verdammt, was habe ich gemacht? Ich habe sie gerufen. Das war gar nicht ihre Schuld. Das war meine. Ein Schatz. Sind reich. Ich würde mal interessieren, ob da was oben ist. Vermutlich aber nicht, oder? Es wirkt nicht so. Wie lange mein Gamepad noch hält.
Kiste da hinten, das sind ganz viele Kisten. Vasen. Hallo. Bevor wir ins Untergeschoss gehen, holen wir uns noch die Kiste, die uns fehlt. Falsche Richtung, falsche Richtung. Falsche Richtung. Hä? Jetzt. Hier sind wir richtig. Damit wir da später nicht mehr rumtun müssen, weil die haben wir ja. Oh mein Gott, du Penner. Lass die in Ruhe. Toll. Ich würde auch gerne mal ein Glücksamulett tragen. Das wäre voll cool. Jetzt haben wir hier alle Kisten geholt und können zur Meduli gehen. Meduli! Lass uns durch die Tür gehen und nach unten. Dass der Tempel nicht groß ist. Ich habe es gerade auf der Karte gesehen. Es dauert bestimmt noch eine Weile. So ein schönes Lied. Ich würde nur mal gern wissen, ob unten jetzt ein was anderes noch ist. Aber nö. Da ist mit Sicherheit noch was hinten. Okay, hier haben wir auf jeden Fall nichts entdeckt, was interessant wäre. Aha, wie ich es meinte, das hilft was. So, man hätte den Spiegel nutzen können, dass der kaputt geht. Ja, gut. Das ist, glaube ich, eher egal. Das ist er schon wieder hochgeklettert. Meduli, wo bist du? Thank you.
kleiner Schlüssel. Eine Eier. Nicht so vorteilhaft, die Attacke hier zu machen. Oder kommen da immer wieder welche? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Eigentlich müsste hier irgendwo noch eine Kiste sein. Also entweder die taucht auf, wenn ich alle Gegner besiege, oder sie ist schon da und ich sehe sie nicht. Ah ja, sie taucht auf, wenn alle Gegner besiegt sind. Schatzkarte! Blibla blub. Ich könnte jetzt natürlich direkt durchgehen, ich möchte aber außen rum gehen, weil ich gucken will, was hier so ist. Tata. Toll, und jetzt? Jetzt muss die Meduli wahrscheinlich machen. Oder nein. So stelle ich mich eigentlich immer wieder doof an. Leute, Leute, Leute. Das hätte ich vorher auch tun können. Naja, egal. Besser spät als nie. Mann, 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 Mann. Soll ich dazu noch was sagen? Müssen wir uns aber beeilen, weil ich wollte eigentlich im nächsten Part dann den Bosskampf machen. Aber ob wir das tatsächlich schaffen? Mein Gott. Nervt mich so. Mit ihrem ewigen gegen die Wand schlagen. Das ist so nervig. Das ist wirklich extrem nervig. Ich will ihr eigentlich gar nicht zurufen. Das ist mir auch bewusst.
der zuerst gegangen. Toll. Mit dem Rufen ist schon echt doof. Toll, für den roten Rubin hat es sich sicher nicht gelohnt. Der braucht echt lang, bis er stirbt. Verstehe ich nicht so ganz. Erst zapfe ich rum wie so ein Narrischer und dann schlage ich zu und töte ihn. Wofür schreit er dann überhaupt? Toll. Jetzt wurde sie auch verletzt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir auf. Like, kommentiert, abonniert, wenn es euch denn wirklich gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen über ein Feedback von euch. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Part. Tschüss!